So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 16 Karriere. Und ihr seht schon oben im Titel und ihr seht es natürlich auch im Hintergrund. Heute also mit dem ersten Spieltag in der Fußball-Bundesliga, die vierte, kann man so sagen. Darmstadt, die vierte Saison, die wir angehen gemeinsam. Und da wollen wir heute natürlich wieder ordentlich reinstarten. Ich glaube, etwas, was ich schon... Ich glaube, echt seit Anfang an predige, oder? Gut reinstarten in die Saison, gleich mal ein paar Punkte mitnehmen, um dann einigermaßen gut dazustehen und nicht irgendwie nach ein paar Spieltagen mit einem gewissen Rückstand irgendwo zu sein und noch einiges aufholen zu müssen. Dementsprechend gegen Leipzig heute die Chance, gleich gut reinzustarten. Das Ganze zu Hause gegen den Aufsteiger, wer weiß, oder man mag sagen, eines der eher leichteren Spiele dann, ne? Erster Spieltag zu Hause gegen den Aufsteiger, allerdings Leipzig wahrscheinlich auch in FIFA kein normaler Aufsteiger. Dementsprechend bin ich da mal gespannt, inwieweit sich auch die Leipziger sportlich weiter verstärkt haben. Danach kommt Dortmund, um das mal kurz anzusprechen. Wir haben danach das Spiel gegen Bremen, Schalke, Köln, Hertha und Hoffenheim heißt. Ein paar richtig gute dabei, wie Schalke, Bremen, Bremen, die mal so ein bisschen im Mittelfeld sind. Ich weiß nicht, wo da die Reise hinführt. Zuletzt ja eher hinten mit am Start gewesen. Die Hertha, bin ich auch mal sehr gespannt. In Köln, Hoffenheim, wahrscheinlich eine Schiene grob. Ja, und dann halt hier Leipzig. Mal schauen. Mal schauen, was das heute wird, Jungs. Und in dem Sinne auch, bevor wir gleich reinstarten, vielen, vielen Dank für euren Support. Die letzte Folge wurde unfassbar oft kommentiert. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn ihr heute nochmal irgendwas habt bezüglich Transfers, lasst mich das sehr, sehr gerne wissen. Ich gehe gleich nochmal auf zwei Themen ein. Das war so das Wichtigste, das Prägnanteste bezüglich den Transfervorschlägen. Einen davon, da sind wir eh schon dran. Ja, und allgemein vielen, vielen Dank für euren Support. Wenn es euch heute wieder gefällt, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Ich würde mich auch wieder freuen. Und die kleine Info für euch. Wir haben es jetzt hier heute gerade, den 11.06.20:37 Uhr. Heute ist ein ganz komischer Tag, Jungs. Ich bin heute aufgestanden, muss ich jetzt mal schnell erzählen. Muss ich erzählen. Der EM-Rhythmus ist da. Aufgestanden, aufgenommen. Das für morgen, da könnt ihr euch sehr drauf... Ne, für heute, also für euch heute, könnt ihr euch sehr drauf freuen, Freunde. Heute Nacht, bleibt lange wach. 23 Uhr, mal auf meinem Kanal vorbeischauen. Das mal so ein Tipp für... Also wirklich ein guter Tipp. Da kommen zwei geile Videos raus. Geile News. Genau, dann aufgenommen, dann kam um 15 Uhr das erste EM-Spiel, dann wieder aufgenommen, dann kam das zweite EM-Spiel und jetzt nehme ich wieder auf. Es ist gerade 20.38 Uhr, heißt, ich habe 22 Minuten nur noch Zeit. Dann spielt England gegen Russland, das will ich mir heute auch noch anschauen, das dritte Spiel damit. Ich bin ein bisschen im EM-Hype. Dementsprechend wollen wir nicht allzu viel Zeit verlieren. Wir gucken jetzt als allererstes mal rein, Jungs. Das machen wir aber nicht. Doch, das machen wir gleich hier. Genau. Das ist der Mann, einer von zwei, die ich mir mal rausgeschrieben habe, die ihr auch noch ganz gerne gesehen hättet. Allerdings werden wir da eher mit jemand anderem gehen. Das ist jetzt gleich der noch öfter gewünscht wurde. Sean Zimmer vom 1. FC Köln, kürzlich gekommen für knapp 4 Millionen von Lautern. Haben wir mal mit auf der Transferliste. Ich habe auch mal eine Anfrage rausgehauen, einfach mal Interesse halber. Aber ja, bin ich mal gespannt. Habt ihr vorgeschlagen? Sehr interessanter Mann. Wir haben uns dann doch eher für den entschieden, mit dem momentan noch Transferverhandlungen am Laufen sind. Nämlich mit Joljan, Linksverteidiger, der aber ebenfalls auch rechts ran kann, habt ihr geschrieben. Dementsprechend bin ich auch da mal gespannt. Damals, Verhandlungsstand, erwartet Gegenangebot. Wartet mal, wo waren wir da stehen geblieben? Marktwert 3,6, Verhandlungen laufen steht da. Okay, naja, das werden wir eh erst nach dem Spiel angucken. Wir schauen einfach mal, ich weiß es leider gerade gar nicht mehr auswendig, wo wir da stehen geblieben sind. Aber das nur am Rande, sprich, um den werden wir uns größtenteils kümmern, dass wir wirklich Toljan holen. Der scheint wirklich die Wunschwahl von euch zu sein und ich glaube auch rein spielertechnisch sehr, sehr, sehr sinnvoll. So, wir werden heute wieder ein bisschen natürlich erstmal gucken, wie wir das Ganze angehen werden. Kroos, auch wenn die Formkurve nach unten steigt, werde ich mal aufstellen. Ich gehe jetzt, glaube ich, echt mal mit der bestmöglichen Elf ran. Drimmitsch wird auch gleich von Beginn an ran dürfen, statt Maximilian Dausch. Werden wir ihm einfach mal ein paar Minuten gönnen. Zur Not wechseln wir zur Halbzeit, das sollte kein Problem sein. Maxi kommt mal raus. Da ist der neue Touré. Für da Costa, eventuell ja, den Mann, den wir geliehen haben. Mit Kaufoption vom FC Bayern München. Franschitsch. Ich glaube, das lassen wir alles. Gideon Jung, Wembacher, Martip, das passt. Verratti, natürlich auch noch mit am Start hier, der Kollege, den wir uns gekauft haben. Da gab es ja ein paar kritische Stimmen, also der Kollege muss ein bisschen was beweisen. Bin ich mal sehr gespannt, was er uns zeigt. Aber ich glaube, das ist auch eine ganz gute Wahl. Das ist auch eine ganz gute Wahl. Bin alles in allem auch sehr zufrieden mit unserem Kader. Wenn wir jetzt wirklich noch Toljan kriegen sollten, dann glaube ich, sieht das echt ziemlich, ziemlich cool aus. Und dann können wir uns da auf die Saison freuen. Ich habe auch gelesen, einer von euch hat geschrieben und der Kommentar hatte knapp 10 Likes. Angeblich ein Torhüter mit einer 6.
76 wäre zu schlecht für die Champions League. Jungs, unser Ziel ist nicht, dass wir die Champions League gewinnen. Und ich glaube, ein Torhüter mit einer 76 ist durchaus in Ordnung. Da gibt es viele, viele Keeper in der Champions League bei anderen Vereinen, die noch ein bisschen schlechter aufgestellt sind. Dementsprechend, wir müssen nicht überall eine 85 oder sonst was haben. Das taugt schon. Das ist, denke ich, ein ganz guter Keeper mit Tyton, den wir da immer noch im Kasten haben. Es gab nicht von ungefähr ganz viele Angebote und er ist auch nicht von ungefähr der beste Keeper der Liga letztes Jahr gewesen, mit den wenigsten Spielen ohne Gegentor. Dementsprechend, alles soweit gut, Jungs. Alles in Ordnung und wir starten jetzt rein in die Partie gegen RB Leipzig. Ich hoffe, ich habe soweit nichts vergessen. Ich glaube aber auch nicht. Von dem her werden wir uns da jetzt mal auf den Weg machen. Ich bin nur gerade am gucken. Aber die Audioquali müsste eigentlich nochmal passen, oder? Ich habe gerade so ein kleines Rauschen auf meinem Ohr gehabt. Aber vielleicht hat das auch nur kurz getäuscht. Wird schon alles passen. Wir starten rein. Kainz Müller-Drimmitsch vorne drin. Eine richtig, richtig gute Verstärkung, die wir da mit hinnehmen durften durch Josip Drimmitsch. Richtig, richtig stark. 78er Rating zusammen mit Florian Kainz. Die zwei rein von der Stärke besten Mannschaften, besten Spieler bei uns in der Truppe. War der noch drin? Ich weiß es nicht. Also wenn wir so den Freistoß jetzt dann schießen, dann wäre es Hammer. Aber ich begrüße euch erstmal in der vierten Saison, Jungs. Part Nummer 138, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Darmstadt gegen RB Leipzig. Ein ehemaliger Aufsteiger gegen einen neuen Aufsteiger. Gegen einen Verein, der sicherlich so schnell wie möglich ins internationale Geschäft möchte. Dementsprechend bin ich mal sehr gespannt, wie die Leipziger FIFA-technisch aufgestellt sind. Inwieweit da vielleicht auch schon der ein oder andere Neuzugang, etwas teurere Neuzugang mit am Start ist. Debüt zunächst mal von natürlich Drimmitsch und Gustavo Gomez. Da haben wir ihn. Mann mit der Nummer 4 heißt wahrscheinlich eher ein Defensiver. 5,5 Millionen wert, der Kollege. Also doch schon ein bisschen in die Tasche gegriffen und da sich ein bisschen verstärkt. Werden wir jetzt natürlich aber gleich nochmal in der großen Übersicht sehen. Da ist er. Drimmitsch mit der 15. Da müssen wir auch nochmal überlegen bezüglich Trikotnummer. Da können wir auch nochmal einiges ändern. Ja, müssen wir mal schauen. Ich weiß gar nicht, was die Jungs alle so haben. Berratti und Co., wie man alles am Start haben. Da der Neuzugang der Leipziger. Und wir gucken jetzt mal rein in die Aufstellung bei uns. Die wirklich bestmögliche Elf stand jetzt mit am Start. Ich zähle mal kurz nach. Ich glaube, es sind drei. Es sind zwei. Hoffmann und hier Dingens. Drimmitsch, oder? Zwei Neuzugänge, die in der Startelf stehen. Wenn mich da gerade nicht alles täuscht, bin ich mal sehr gespannt. Allen voran natürlich Drimmitsch, der nichtsdestotrotz irgendwo so ein bisschen einen schweren Stand hat, weil Dausch einfach euer Liebling ist. Auch meiner natürlich so ein bisschen. Aber Drimmitsch als Ex-Klubberer mag ich auch sehr gerne. Dementsprechend alles soweit gut. Wir gucken rein. Sabitzer, Damari, Forsberg, Bruno, Khedira, Demme, Halstenberg, Kurt. Mehr konnte ich da leider gerade nicht lesen, aber die Leipziger sicherlich nicht schlecht aufgestellt. Wollen auch hier heute natürlich gut reinstarten in die Fußball-Bundesliga und den ersten Sieg mitnehmen. Dementsprechend, Jungs, heißt es volle Konzentration. Das wird alles andere als einfach, auch wenn es, wie gesagt, vermeintlich nur, in Anführungszeichen nur, gegen einen Aufsteiger geht. Das ist kein gewöhnlicher. Dementsprechend ganz, ganz viel Konzentration hier und heute mit reinnehmen. Kommen wir da gleich mal zum Start über Da Costa. Da geht das schön vorbei. Und das sieht gut aus. Also, wir reißen gleich mal das Spiel an uns. Zwei ist drei Minuten gespielt, ich weiß, aber machen das in den ersten paar Aktionen sehr gut. Müller. Ja, nochmal zurückgespielt. Schön geduldig, wollte ich gerade sagen. Und dann kommt der Pass nicht an. Und dann bin ich mal gespannt, was die Leipziger machen. Die es da wirklich schnell versuchen, ne, nach vorne zu kommen. Hoffmann kann sich da gut durchsetzen. Ne, und den Ball dann zunächst mal zum Einwurf klären. Aber das vielleicht auch so ein bisschen die Taktik für heute aus Sicht der Leipziger. Schnell umschalten, schnell vorne irgendwie die Möglichkeit suchen, schnell abschließen. Ne, und so dann gefährlich werden. Da sollten wir auf jeden Fall gut aufpassen. Groß, der ein bisschen eine Formschwäche hat. Guter Ball auf Kainz. Da müssen wir auch mal schauen, wie wir da weiter verbleiben. Bislang sind wir ja, und das möchte ich eigentlich auch weiterhin so tun, schwer nach dem Prinzipverfahren, schlechte Form, dann spielst du nicht. Jetzt vielleicht durchstecken. Oh, dauert ein bisschen zu lang. Kriegen wir dann leider nicht den Ball. Aber heute, wie gesagt, Groß zum ersten Spieltag möchte ich den mal bringen. Wir haben natürlich noch Klotz. Wir haben noch ein paar andere Spieler. Jung wird auch aktuell noch im Verein, den wir verkaufen wollen, ja. Und Franšić noch dabei. Also da haben wir viele Optionen. Berratti, der junge Mann, zwar eher offensiv, aber auch der natürlich noch in irgendeiner Art und Weise eine Möglichkeit. Und stand da gerade irgendwas von Valencia, Jungs? Was war da? Da ist gerade ganz kurz was mit Valencia aufgeploppt. Also entweder geht es da schon Richtung Champions League. Das müsste ja auch mal langsam irgendwann demnächst ausgelost werden. Dürfte echt der Fall sein. Vielleicht sind wir mit Valencia in der Gruppe. Oder aber es gab irgendeinen Transfer, der da eingeblendet werden sollte. Was ich mir aber irgendwie nicht so ganz vorstellen könnte. Weil das müsste dann ein Hammer-Transfer sein. Sonst wird der hier in-game nicht eingeblendet. Und wen hat sich Valencia denn gekauft? Also, müssen wir ein bisschen überlegen. Da könnte was ganz Cooles noch in diesem Part auf uns zukommen. Nämlich, dass wir fahren, gegen wen es in der Europa League gibt. Champions League gibt. Jetzt durchgesteckt, der Ball kommt nicht gut an. Teigl dazwischen, Gulacz.
erwische ich dann leider noch am Fuß, die Grätsche ein bisschen spät angesetzt oder ja, nicht ganz effektiv genug, aber der lässt sich da verdammt lang Zeit, der Kollege. Also da kann Leipzig mal ganz tief durchschnaufen, bleibt zum Glück aus Sicht der Leipziger beim 0:0, aber das kann auch in die Hose gehen. Kainz bekommt dafür gleich sogar mal den gelben Karton. Also erste gelbe Karte haben wir damit auch nach 17 Minuten eingesteckt. Und weiterhin steht unsere Defensive grundsolide. Was sich jetzt ändern könnte. Oh, und dann machen wir da das nächste Foul. Verdammt, verdammt, verdammt. Bruno, der da diesmal hinfällt. Und ich glaube, gibt's die nächste gelbe? Es gibt sie nicht. Da langt der erst in seine Hosentasche, der Kollege. Freistoß für Leipzig, wir haben es angesprochen. Wir werden keinen auf die Linie stellen. Habt ihr gemeint, das soll ich bei der Karriere nicht machen, ne? Dadurch, ne, weil das in Echtzeit auch niemand macht. Und da nochmal so ein Quäntchen Realität mit reinbringen, nur damit ihr euch nicht wundert. Aber das können wir sehr, sehr gerne tun. Leipzig da Gott sei Dank eh nicht wirklich sonderlich mega gefährlich, wobei der Schuss nicht schlecht war. Gomez, 25 Minuten vorbei. Leipzig traut sich was. Leipzig kommt so langsam an in der Fußball-Bundesliga. So kann man es, glaube ich, sagen. Sonst davor noch etwas zurückhaltend agiert. Jetzt versucht man da sein Glück auch so ein bisschen in der Offensive zu finden. Der müssen wir so ein bisschen dagegen halten. Da ist der Hut. Schöner Ball nach unten. Komm, schieb mal an. Geh mal Gas hier. Danny da Costa nach vorne gelegt. Gutes Ding. Auf Nikolai Müller, der vor allem in der letzten Saison auch zum Ende nochmal richtig stark gespielt hat. Trumpft er auf. Verliert erst den Ball, hat den dann doch wieder. Nikolai Müller, das ist gut. Das ist Danny da Costa. Der sucht den Mitspieler. Den findet er mit Kainz. Will dann abschließen und ich drücke irgendwie alle Tasten. Nur nicht die, die ich will. Wahnsinn. Heute 0:0, 31. Minute. Kainz. Komm, leg den gut ab. Machen wir. Alessandro Schöpf wird gleich abziehen. Ball wieder abgefälscht. Also da kommen wir noch nicht so ganz durch. Aber wir sind wieder besser drin jetzt als noch in den letzten paar Minuten davor. Damari. Da schlafen wir gehörig. Die Leipziger können aber die Chance vorerst nicht schnell ausspielen. Immer noch Damari. Immer noch Damari. Ich krieg keinen Mann. Und dann geht der Gott sei Dank ein kleines Stück am Tor vorbei. Tüton muss nicht eingreifen. Erste gefährliche Aktion für Leipzig. Und auch das war nicht so ohne, wie wir den Ball da rausspielen. Groß. Schöpf, das ist schön gespielt. So, der Hut, nehmen wir da unten da Costa mit. Und dann dauert es wieder mal zu lang. Verdammt, verdammt, verdammt. Dann müssen wir auch versuchen, das Spiel einfach ein bisschen breiter zu machen. Da Costa steht da 10, 15 Meter innerhalb des Spielfelds, anstatt dass es sich an der Außenlinie orientiert, um da wirklich mal ein bisschen Räume zu schaffen. Aber gut, wir sind am ersten Spieltag. Alles soweit noch verständlich. Das dauert halt auch ein bisschen, bis wir hier wieder reinkommen. Moda Hut. Ah, den brauche ich auch nicht mehr spielen, den langen Ball. Der war da stattdessen ein bisschen besser. Da ist Florian Kainz. Gelb vorbelastet. Kainz, das ist ein Foulspiel. Das gibt den Freistoß, aber das ist eine verdammt lange, große Entfernung. Drimmitsch hat da mal das Selbstvertrauen, will sich die Kohle schnappen, aber das macht relativ wenig Sinn. Dementsprechend werde ich das versuchen, mal rauszuspielen. 34 Meter. Danny da Costa, dauert auch zu lange. Ich wollte ihn wieder nach oben legen. Also Costa schläft noch so ein bisschen. Natürlich zufällig, dass es jetzt ihn trifft, aber was willst du machen? 3 Minuten noch in Durchgang 1, Jungs. Da kann man auch mal den Ball erobern. Machen wir dann aber mit Zulu ganz, ganz stark. Da spielt er so ein bisschen seine Erfahrung raus. Und jetzt hat Holland mit der Möglichkeit. Der Ball war, ich weiß nicht, warum der nach unten geht. Ich habe den Stick nach oben gedrückt auf Kainz, aber okay. Da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Um nochmal kurz vor Ende dieser ersten 45 Minuten gefährlich werden zu können. Nochmal da Costa. Schöner Ball, geht auch entgegen. Gut gemacht, schön gespielt. Drimmitsch, schöner Ball nochmal nach unten, groß und er verliert ihn. Also, es ist noch so ein bisschen, oder gibt es nochmal die eine Chance? Drimmitsch, oh, zu spät gespielt, beziehungsweise, da hätte ich nicht mehr spielen dürfen in der Situation. Wir pressen nochmal ein bisschen, kommen wir nicht hin. Es ist noch, ich weiß gar nicht, wie ich das Spiel so wirklich beschreiben soll. Es ist so ein typisches erstes Spieltagsspiel. Beide Mannschaften noch nicht so ganz drin in dieser Partie. Beide noch irgendwie so, mir fehlen echt die Worte, wie ich es beschreiben soll. Aber da geht auf jeden Fall noch einiges mehr. Wir gucken mal rein in die Spielinfo. Ja, wir mit 2 Schüssen, 2 aufs Tor. Leipzig 2 Schüsse, keinen aufs Tor. Ballbesitz auch relativ ausgeglichen. Dementsprechend eine relativ ähnliche Partie von beiden, beziehungsweise eine relativ behäbige Partie noch vor allem von beiden. Da fehlt noch so diese letzte Konsequenz, dieser letzte Wille und natürlich auch so der letzte Feinschliff, was ja diverse Laufwege und Co. angehen. Aber wie angesprochen, wir sind ja am ersten Spieltag, dass da noch nicht alles flutscht und läuft, ist absolut in Ordnung. Es sind halt noch die Kleinigkeiten, die wir verbessern müssen. Ganz, ganz stark gemacht von da Costa. So, spielt ihn gut raus. Huiuiui, Jungs, das sind Pässe, Wahnsinn, aber kommen zum Glück alle an. Groß macht da auch nochmal den Fehler.
Schöpf. Und auch der kommt nicht so wirklich gut an. Groß verliert ihn. Groß holt ihn sich wieder. Und dann kommt er. Das sind die Laufwege, die noch nicht passen. Das ist das, was ich meine. Also da müssen wir noch ein bisschen besser reinkommen. Aber diese eine Chance, denke ich, die werden wir kriegen noch, um das Tor zu machen. Nur dann müssen wir wach sein hier gegen Leipzig. Dann müssen wir wach sein. Und dann müssen wir es auch schaffen, dass wir das Ding machen. Schuss davon, Khedira. Rani Khedira, der Schuss. Aber nicht wirklich gut. Somit wieder die Chance für uns, das Ganze kurz rauszuspielen. So, ich spiele den mal nach links unten. Ja, ein bisschen weit, aber okay. Sulu, gut gemacht. Holland. Och, Pässe, Jungs. Pässe, Pässe, Pässe. Also, na, wenn ich irgendwas trainieren könnte, ich weiß, man kann ja trainieren, aber ich meine jetzt ernsthaft, was bringen würde, schnell was bringen würde, dann wäre es Passspiel im nächsten Training. Wahnsinn. Halstenberg, drauf da. Come on, gegen Ümit. Leg den nochmal ganz zurück. Jetzt müssen wir mal ein bisschen pressen da versuchen. Gulaschi oder so. Wieder Ümit dazwischen. Gut abgefälscht. Da muss da der Keeper kommen. Und bitte mach's ruhig. Schlag den nicht. Das war noch dümmer. Das war noch dümmer. Boah. Also das fühlt sich echt an wie an dem Saisonbeginn. Es ist alles noch nicht eingeölt. Wahnsinn. Aber da müssen wir durch. Khedira. Durchgesteckt. Lücke ist da. Grätsche kommt nicht an. Wir kommen nicht an den Ball. Wir kommen nicht ganz hin. Wir gehen sind einigermaßen gut in den Zweikämpfen, aber erobern dann das Ding nicht. Das ist noch ein bisschen belastend. 62. Minute, ich gehe jetzt mal rein. Drimmitsch mit seinem Debüt, noch ein bisschen glücklos. Wir bringen jetzt mal Dausch. So ein bisschen das eingespielte Duo da vorne. Und auch einen Groß nehme ich raus, bringen den Noel Klotz. Die beiden Youngster der letzten Saison. Also wieder vereint, innen drinnen, mitten dabei, mitten im Geschehen. Und sorgen jetzt vielleicht dafür, dass es hier positiver da, was das Ergebnis angeht, aussieht. Da ist Alessandro Schöpf, gut nach unten gelegt. Holland am ersten vorbei. Sieht dann gleich mal Dausch. Dausch braucht auch zu lang. Klotz. Guter Ball nach oben. Da ist Mota. Der Schuss ist gut. Gulaschi holt den raus. Na Gott sei Dank. Endlich mal wieder eine gute Aktion. Schönes Ding. Wer schießt da gerade die Ecke? Ist das Müller? Schöpf ist es. Sah ganz komisch aus. Alessandro Schöpf. So, Ecke kommt rein. Die ist nicht schlecht. Dausch ist da. Es ist Müller. Es ist Dausch. Es ist eine Mischung. Am Ende ist es auf jeden Fall ein Abstoß. Aber zweite gute Chance. Also Dausch und Klotz bringen da gleich mal zu Beginn der Einwechslung ganz viel frischen Wind mit rein in die Truppe. Wieder ist es Dausch. Gut gemacht. Florian Kainz. Schöner Ball nach oben, den wir nicht ganz für uns gewinnen können. Leider Gottes Fehler da von uns. Aufpassen, aufpassen. Nicht jetzt noch einen da hinten dranhängenden Patzer. Können wir nicht gebrauchen. Holland. Klotz. Da hätte der erste von Holland schon hingesollt, aber haben wir noch. Kainz. Schön nochmal hinten. Alessandro Schöpf mitgenommen. Der mit einer guten Übersicht, aber leider nicht den perfekten Ball. Das war das schnell umschalten. Danny da Costa. Wir machen jetzt das gut, Jungs. Wir machen das jetzt richtig gut. Klotz, Schöpf. Oh, und da fehlt ein Schritt. Dann sind wir vorbei, Jungs. Das schwöre ich euch. Dann sind wir vorbei. Schade, schade. Sulu, gut gemacht. Also Leipzig haben wir hier hinten reingedrängt. Da kommt nicht mehr viel. Nur, wir kriegen es nicht gebacken, ein Tor zu machen. Alessandro, Schöpf auf Klotz. Klotz, und dann braucht er zu lang nochmal Schöpf. Oh, nimm den mit. Ganz ruhig, Jungs. Schöpf, können wir da noch was aus der Situation machen? Hat ein bisschen arg lang gedauert. Und wir kommen irgendwie leider nicht ganz zum Abschluss. Da ist die Chance für Dausch. Da ist der Hut und dann ist Gulaschi da. Schön gespielt von unseren Youngsters. Also Dausch springt, macht und sorgt für eine Menge Alarm da vorne. Gefällt mir sehr, sehr gut. Abgelegt, das ist nicht schlecht. Da ist Klotz und das ist ein... Ach du Heilige. Jungs, da kann ich gar nicht kommentieren. 79. Minute. Noel Klotz mit gefühlt 300 km/h. Da kommt die Kamera nicht hinterher. 1:0. Was ein Strahl vom eingewechselten Klotz. Also mit so einem Tor kann man die Saison mal eröffnen. Es zählt als Eigentor von Gulaschi. Das ist meiner Meinung nach ein bisschen bitter. Stand jetzt der Top-Torschütze der Bundesliga. Wow. Wahnsinnsding von Klotz. 1:0 und auf einmal sieht es hier doch wieder sehr gut aus. Wir gehen rein. Einen Wechsel haben wir noch. Da werden wir nochmal defensiv aktiv werden. Ich bringe den jungen Verratti für Schöpf. Ich bringe den jungen Verratti mal rein für Schöpf. Der darf sich da mal beweisen ein bisschen. Hinten hätten wir nur Matip und das wäre nicht wirklich... will ich jetzt nicht. Ich hätte gerne nochmal auf der 6, wenn gewechselt, aber da haben wir jetzt gerade keinen dabei. Alles soweit gut. Aber was ein Ding, Jungs. Oh, Verratti, da macht der gleich den Fehler. Verratti, das wäre schlecht. Das wäre kein guter Auftakt für ihn. Nils Quaschner, Flanke in die Mitte. Kein Problem für Tyton, wunderbar. Ich bin immer noch so ein bisschen in Gedanken bei dem Tor von Klotz. Also was ein Strahl. Wahnsinnsding. Und da schiebt er schon wieder an, der Klotz. Dann sieht er da den Dausch. Der Dausch. Der steigt drauf. Der Dausch. Ja, macht dann das voll. Aber das war sogar gut. Bevor da die Leipziger kontern können, lieber mal so ein taktisches Foul mitnehmen. Teigel. Da ist eine Riesenlücke. Da ist Tyton da. Jungs, wir gehen jetzt auch sehr defensiv. Das ist mir ein bisschen zu heikel.
Was war da machen? Das war ein grandioser Abwurf. Kainz, das war stark. Kainz, überragend gemacht. Verratti, guter Ball nach oben. Da Hut will Daus schicken, der war da nicht ganz so toll. Gulaschi im Kasten. Ja, es hat Eier, der Mann. Oder auch nicht, wer weiß. Also das war Wahnsinn. Erst das Eigentor, das ihm zugesprochen wird, was wie gesagt meiner Meinung nach keins war. Also was soll da er ein Eigentor machen? Und dann jetzt die Aktion. Und in der ersten Halbzeit hatten wir auch schon mal so eine. Also der Mann, der hat ein bisschen Selbstvertrauen auf jeden Fall. Müller, komm nicht ganz in Halstenberg. Come on, wir müssen draufbleiben. Schaffen wir hier gleich zum Start. Es gibt nochmal den Freistoß, okay. Gleich zum Start den Sieg mitzunehmen. Eine Minute gibt es nochmal oben drauf. Eine haben wir schon absolviert. Eine der Nachspielzeit. Oh, Tyton. Wow, Alter, muss man mal ganz tief durchschnaufen. Ich dachte schon, der macht da den Patzer. Nochmal der Einwurf. Kwaschner, da ist Daigl wieder. Nils Kwaschner, Flanke in die Mitte ist super. Sulu ist besser. Kainz ist da. Kainz kann klären. Und das sollte es jetzt eigentlich gewesen sein. Dausch kriegt noch die Chance auf den ersten Treffer in der aktuellen Saison. Aber den nutzt er nicht. Wir sind soweit durch. Erster Spieltag 1-0 Sieg. Ein bisschen eine Qual, aber ein Sieg ist ein Sieg. Und das gegen einen Gegner, der wirklich nicht leicht zu bespielen war. Gegen Leipzig. Haben wir sehr stark gemacht, Jungs. Sehr, sehr nice. Vor allem durch das Traumtor, das wir uns jetzt nochmal anschauen werden. Da ist es. So, einfach nochmal hier. Wunderschön, Freunde. Schaut euch das an. Das war kein Eigentor von Gulaschi, sondern vom... Jetzt sag nicht. Warte mal, ich muss hier nochmal ganz kurz schauen hier. Aber Gulaschi ist der Keeper. Das ist schon der Keeper, ne? Warte mal, wir machen ruhig mal... Übertragung. Ausblenden. Kann ich da noch... Da kann ich leider nicht hinzoomen. Der war hier vorne abgefälscht. Schauen wir uns ganz genau an. Hier der Schuss und dann ist es der da. Der hat den, glaube ich, abgefälscht da. Der mit dem Rücken. Entweder vorher oder mit dem Rücken. Irgendwie. Ja, mit dem Rücken da am Arsch. Und dann ist das aber auch ein Traumtor. Wahnsinnsding, Freunde. Wahnsinnsding, Gulaschi angeblich da, wie gesagt, mit dem Eigentor. Ja, meiner Meinung nicht. Meiner Meinung nach ganz klar ein Tor für Klotz. Und alles in allem auch ein eher verdienter Sieg, würde ich mal behaupten. Auch wenn spielerisch noch nicht ganz so gut war. Leverkusen 2-0 gegen Bremen, Frankfurt 2-1 gegen Köln und Dortmund besiegt Hannover 96 mit 2-1. Südschlager Stuttgart-Bayern wird erst noch angepfiffen. Auch damals sehr interessant. Fuck, wir haben 20.57 Uhr. In 3 Minuten startet England. Fuck. Lorenzo Di Gaudio, was ein Talent. Ja, gut, den können wir mal abhauen, weghauen. Bis 65 Potenzial, gute Nacht. Dich auch. Alle, die so im 70er-Bereich sind, was Potenzial angeht, können wir weghauen. Leonardo Pio wechselt. Aber der klingt echt stark, der hier. 69 bis 94er Potenzial. 47 bis 63er Stärke jetzt schon. Lorenzo Di Gaudio, offensiv da vorne am Start. Behalten wir mal im Blickfeld, möchte ich noch nicht direkt kaufen. So, Sirigu haben wir verkauft, das freut uns. Anfrage an Zimmer, kein Transfer interessiert sozusagen. Danny da Costa wurde wegen zu vieler gelber Karten gesperrt. Wie kann denn das jetzt schon der Fall sein? Wurden die übernommen oder was? Salah 1 Million, das sind wir aber auch nicht weiter mehr interessiert. Kämpft nicht, Verratti haben wir uns geholt. Und die letzte Partie, Tyton freut sich. Ja, natürlich wurdest du eingesetzt. Was denn sonst? Was denn sonst? So, das könnte heute mal wieder einer der ein Part werden seit, ich glaube, gefühlt ewigen. Der nicht über eine halbe Stunde geht. Ich glaube, die letzten 5-6 Parts gingen alle mindestens 30 Minuten. Ne? Heißt heute mal wieder ein kürzer. Ich meine immer noch über 20 Minuten. Das ist für YouTube-Verhältnisse eine Ewigkeit. Und wer weiß, wie lange ich noch brauche. Weil wir müssen nochmal schauen. Wir haben jetzt Dortmund vor der Tür. Ich will mich nochmal um Tolian kümmern. Das ist nochmal ein ganz wichtiger Transfer, meiner Meinung nach, den wir durchaus tätigen sollten. Wir kriegen ein Angebot für Kainz. 16 Millionen Euro, das ist ein gutes Angebot, wir haben aber gesagt, wir wollen mindestens 20, also wir wollen Minimum 20, deswegen gehe ich mal auf 22 zum Verhandeln. Das wäre ein Ding. Also wenn die uns wirklich 20 bieten, glaube ich, lassen wir keins ziehen, auch wenn es ein verdammter Verlust wäre. Vor allem für die Champions League wäre das sehr, sehr bitter. Ja, aber mal schauen, mal gucken. So, Simulation stoppen, wir haben neue Nachrichten. Was ist da denn los? Dybala bleibt, okay, Dybala, so muss ich den nennen. Abschlussbericht Johnson werde ich aber erstmal löschen, mit Midi auch. Da können wir nochmal reinschauen, Pressekonferenz. Ich lobe uns mal. Haben wir noch, aber wir haben leider nichts mehr Interessantes so wirklich. Dominic Kor möchte ich mir nochmal anschauen, ein junger Mann im zentral-defensiven Mittelfeld, aber eher zu schwach schon mittlerweile für uns. Mirko Bolland, okay, da bin ich gespannt, der ist 31, der hat eine 69er Stärke, also das macht keinen Sinn. Matthew Lecky, auch da natürlich mal reingucken. Eine 73, okay, von Ingolstadt. Aber auch er nicht so. Viktor Kovalenko. So, da bin ich gespannt. Das ist der von Real. Ja, okay. Das können wir schon mal vergessen. Auch wenn der Vertrag ausläuft. Aber das wäre ein bisschen mega unlogisch. Durm, auch da waren wir, glaube ich, bei 18. 16,5. Ja, auch das ist eine sehr hohe Summe. Und Emre Colak, der ZOM.
Naja, Vertrag läuft aus. Da könnte man nochmal überlegen, ob man da den irgendwie guckt, sich zu holen für nächste Saison. Aber das geht wieder nicht mit ablösefrei, ne? Das ist wieder das Dumme. Ich weiß es nicht. Aber das ist auch noch ein bisschen weit weg. Ich bin eigentlich zufrieden. Ich will mich jetzt nur mal um Doljan kümmern. Aber irgendwie kommt da keine neue Info durch, wie das jetzt aussieht. Aber wenn ich hier reingehe, Transferverhandlungen, da hätte ich nochmal gucken müssen, wie weit wir da waren. Verhandlungsstand erwartet Gegenangebot. Was haben wir denn geboten? 2,5. Dann lass doch mal 3,25 bieten. 3,25 Millionen, Jungs. 3,25 Millionen für Doljan. So. Schauen wir mal. Gehen wir nochmal einen Tag voran, ob da nochmal eine News durchkommt. Energie ist Schlüssel zum Erfolg. Mein Badeschlappen. So schaut's aus. So. Inakzeptabel. 5,5 Millionen. Das ist mir zu viel. Ich gehe trotzdem mal gleich einen etwas höheren Sprung an. Gehen wir auf 4. Wäre auch noch absolut in Ordnung. Wir haben ja momentan die Kohle. Das ist gut. Dass er nicht so viel wert ist. Okay, also Khan oder Can steigt sofort aus dem Poker. Da haben wir nochmal 3 neue Spieler. Oh, bis 62 Potenzial. Den braucht ihr mir nicht bringen. Den könnt ihr mir sehr gerne bringen. Matthias Fernandes. Alter, das sind schon ein paar Pflunzen dabei. Auch der hier sehr interessant. Der vielleicht noch, weil er schon ein anfangs gutes Rating haben könnte. Den können wir auch nochmal rausnehmen. Aber das sind schon ganz gute Jungs hier. Vor allem der ist noch 16. Und könnte schon bei einer 51 bis 65 stehen. Werden wir mal soweit gucken. Wir haben noch ein bisschen Kohle. Also da kriegen wir sehr coole Talente aktuell rein. Das freut mich. Das ist sehr cool. Warten wir einfach mal ab. So, hoffentlich kommt nochmal Hoffenheim ums Eck. Akzeptiert. Also, Jeremy Doljan. Doljan oder wie auch immer man den aktuell ausspricht. Würde das schon mal akzeptieren. Das freut uns natürlich. 40.000, 3 Jahre. Würde ich sagen, ein wichtiger Stammspieler. Könnte er durchaus werden, auf rechts dann eher. Dementsprechend gebe ich es ihm mal mit. Und dann unterschreiben wir mal das Ding hier. Das sollte ja, denke ich, klappen. Nationaltrainer-Offerte von Slowenien. Werden wir wie immer ablehnen vorerst. Es tut mir leid, ich kann nicht länger bei diesem Verein bleiben und möchte ihn in diesem Transferzeitraum verlassen. Sagt Florian Kainz. Der Assi, muss man mal so sagen, eine knappe Woche vor Ende der Transferperiode. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn da kein vernünftiges Angebot reinkommt, kannst du das knicken. Weil wir werden sicherlich nicht eine Woche vorher dich verkaufen. Das ist dann auch eine Sache, dass das mal vorher gesagt wird. Ich meine, 3-4 Wochen vorher weiß er bestimmt auch schon, ob er bleiben möchte oder nicht. Und nicht auf einmal eine Woche vorher, wo wir dann auf Biegen und Brechen noch ganz schnell irgendwen kaufen müssen. Da ist er selber schuld. Wenn da wirklich kein Angebot für 20 Mille reinkommt, dann wird er nicht verkauft. Bin ich jetzt knallhart. Früher hätte man drüber nachdenken können. Da wird jetzt Toljan schon gut hinpassen, aber können wir leider nicht. Da hätte man so drüber nachdenken können, aber aktuell nicht. Aktuell absolut nicht. Das macht keinen Sinn. So, jetzt lass mich nochmal schnell schauen. Jetzt haben wir nämlich Holland, Touré, Da Costa und Toljan. Das ist gut. Das freut mich. Das ist nice. So, vorne würde ich fast sagen, müssen wir mit Dausch dann starten, aber das machen wir alles im nächsten Part, Jungs. Das machen wir im nächsten Part. England gegen Russland steht an bei mir jetzt. Bei euch natürlich nicht, bei euch ist schon Sonntag irgendwie 11:12. Ich wünsche euch an der Stelle natürlich ganz viel Spaß an heute Abend bei der deutschen Nationalmannschaft, Auftakt gegen die Ukraine, wo auch immer ihr guckt mit Freunden, was weiß ich, Public Viewing oder sonst wo. Ganz viel Spaß dabei und Daumen drücken, dass wir gewinnen. Ich tippe auf einen knappen Sieg für uns. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Und wie gesagt, guckt heute Abend nach dem Deutschlandspiel sehr, sehr gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Da gibt es sehr, sehr interessante News. Punkt 23 Uhr kommen 2 Videos. Könnt ihr euch drauf freuen. Und in dem Sinne bin ich jetzt erstmal raus. Habt einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Ich gehe Fußball schauen. Bis demnächst. Euer Badeschlappen. Servus.